Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewachen, im Licht aufzubewahren. Immer im Licht. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh. Ja, nach so einer epischen Sauftour. Das ist nicht gut. Ja. Sehr treffend vom Mund. Da kann man schon mal eine tote Katze im Mund haben. Oh, komm, hau ab. Kid, was ist denn bitte? Ist das da unten? Dose? Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Ah, die mit der Lampe. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Ella, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht... Ja nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Nightingale. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Auch wieder sehr kryptisch. Sehr, sehr kryptisch. Wait, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick. Ein offensichtlicher Trick. Okay, ich hab genug von dem ganzen Quatsch. Alter. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Was? Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Leitung. Moment mal. Das kenne ich. Wow, okay, die Finsternis hat sich Nightingale geholt. Oh mein Gott. Licht, wir brauchen Licht. Ja. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro, da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. So, Manuskriptseite. Ohne Licht haben wir keine Chance. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Bleiben Sie ruhig. Was ich mich tatsächlich frage, ob Nightingale eventuell eine Person aus unserer Vergangenheit ist. Also irgendwoher muss ja diese Aggression und dieser Hass gegen uns herkommen. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht, aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Das ist ja schön. Ja, okay. Aber tatsächlich glaubt uns wenigstens der Sheriff. Das ist schon mal gut. So, das heißt, wir müssen jetzt zusammenkommen. Ich werde natürlich wieder mal ein bisschen nach... Oh, hier, eine Leuchtfackel. Nach Manuskriptseiten Ausschau halten. Eine Taschenlampe wäre geil. Können wir hier ran? Nee. Und die... ja, okay. So ein bisschen mit Polizeifahrzeugen rumgeschmissen hier. Oh, was haben wir hier? Die Amos-Flasche voll mit... köstlichem, heißen Kaffee. Oh yeah. So, was haben wir da? Nichts, nichts. Ist auch nichts. Ist auch nichts. So, dann machen die Sicherung an. Sehr gut. So, Licht ist schon mal ganz gut.
So, wenigstens ein bisschen in Sicherheit. Mal schauen, wie lange es hält. Mal gucken, ob da wieder irgendein Beknackter seine Axt drin versenkt. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Ich brauche jetzt erstmal. Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Oh, ja. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Cool. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Ich muss mal sagen, ist auch sehr vertrauenswürdig, uns jetzt hier erstmal eine Pumpgun und einen Revolver zu überlassen und alles. Bin jetzt nicht böse drüber, aber leicht verwirrt. Weiß nicht tatsächlich, ob der Heli die beste Wahl ist mit den Krähen eventuell und alles. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs, okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Kann ich das nehmen? Mein Dad. Nein. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Klar, Barry. Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Alles klar. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Ja, bestimmt, Barry. Klar, macht das. Kein Problem. Keine anderen Sorgen gerade. So, okay, dann mach mal auf. So, mal schauen, ob wir Nightingale irgendwo finden. Okay, wir müssen nach... Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Natürlich. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Ich guck mal kurz. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Upsala. So, kommen wir hier vorne wieder durch, ja. Hier haben wir wieder ein Loch und wahrscheinlich müssen wir auch genau da zur Leiter. Oh, was haben wir hier? Lithium-Batterien, nehmen wir mit. Nochmal hier eine Seite? Nein. No. So, kommen wir da irgendwie an. Benutzen. Ah, ein Hebel, wie schön. Dann den hoch mit uns. Einen Weg auf die Dächer finden. Ich denke, das haben wir getan. Oh, oh. Ja, eine Menge Krähen. Und hier haben wir auch ein bisschen Dunkelheit. Ja, das Gute ist natürlich bei der normalen Taschenlampe, dass der Akku natürlich relativ schnell wieder voll ist irgendwie, aber ich vermisse natürlich ein bisschen meine dicke, fette Taschenlampe. Die finde ich schön. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das cool finde, dass ich immer alles verliere ständig hier irgendwie zwischen den Levels. Ja, mein ganzes gesammeltes Zeug. Oh, ist recht hoch. So, hier würde ich... Oh, und direkt rein in die Dunkelheit gesprungen. So, alle Knochen hätten wir gebrochen nach diesem Sprung hier. Wo? Ja, Mist. Kommen wir von allen Seiten. Echt schön. Okay, das war's. So, wir müssen hier wahrscheinlich gleich rüberspringen. Oh, 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 oh. Eieiei. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Ja, oh, ja, ja. Ach, scheiße. Und gerade wieder die falsche Taste drücken. Ich hasse diesen Xbox-Pad, Alter. Ich hasse den Controller. Verdammte Scheiße. So, machen wir erstmal kurz hier. Der Finsternis ist weg. Sehr schön. Knack. Das kommt natürlich schon wieder an. Ja, falsche Seite. Aber auch immer wirklich, ich meine, dass immer von irgendwelchen Seiten plötzlich kommen, du kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Okay, that's it.
So. Spring die Ding. So, diesmal die richtige Taste. Ich bin fast schon stolz auf mich. Hey, Sheriff. Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Ach, echt? Diese Stadt ist manchmal sonderbar. Aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment. Machen wir gleich. Ich würde mich ganz kurz hier nochmal umschauen. Vielleicht, maybe, ich meine, eventuell irgendwo hier eine Seite. Ups. Ja, warum nicht? Hey, Wake! Das Tor, ja? Ja, okay. Für mich öffnen. Ich komm schon gleich. Ich konnte nicht Sheriff. Ohne den Sheriff los. Sie war mein Ticket zu Weaver. So, 17 Batterien. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. So, hier werden wir wahrscheinlich erstmal ohne Sheriff nicht weiterkommen. Okay, ich meine. Torsteuerung. Oben drauf. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Nein. Oh je. Oh. Und die Penner sind wieder draußen. Wie sonst immer. Theoretisch könnte ich jetzt auch so ein bisschen. Ah! Jetzt kann man sehen. Sag mal, oh Scheiße. Okay. Ich sehe gerade. Dass der Wagen wahrscheinlich ebenfalls gesteuert wird. Oder? Nee. Warum ist der denn jetzt hier so lustig langgerollt? Weil bergab geht hier oder was? Ist die gleiche Gefälle? Nee, doch. Der Wagen war besessen. Dieses Fahrzeug ist nun gereinigt. Aufpassen. Alter, nein, nicht das, nein! Nicht der schöne Maskottchenwagen. Okay, kommen wir hier raus. So, der Große ist weg. Oh, hier haben wir noch einen. Flankierend, diese Penner. Tatsächlich die komplette Bevölkerung von Bright Falls gerade auslösche, irgendwie die jetzt halt besessen ist. Ich meine, wir legen hier nonstop Leute um. Wer sind die? Die kommen doch auch nicht von irgendwo her. Das sind doch jetzt nicht aus dem Nachbardorf Leute. Das sind doch welche von hier, oder? Können die einfach auf der Fähre und weg? Oh. Hat sich denn versteckt? Aber nicht mit mir, Feindchen. Ich habe dich gesehen. So, Klober da hinten, kann das sein? Ja, da liegen Dinge. Ah, okay, Leuchtfackeln. Huh. Hey, ihr habt hier nicht über den Zaun zu klettern, ihr habt hier nicht über den Zaun zu klettern! Entschuldigung. Ja, manchmal geht's halt mit einem durch. Ist aber ein schönes Boot hier vorne, sehe ich gerade. Lass mal schnell zu Wasser und den weg. Aber können wir ja nicht ohne Barry und den Rest hier. Oh, ist das eine Mülltonne? Des Grauens. Früher waren es noch Heuballen, die von links nach rechts wehten. Kommen wir ins Diner? Ja. Oh, was haben wir? Oh, Hochleistungstaschenlampe. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Lithiumbatterien. Und ich würde erstmal nochmal Coconut Grove anmachen. Würde ich gut finden. Und? Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, will Musik hören. Was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Ja, das ist nicht. Mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Oh, schön, dieser Song ist so geil. Oh, ich erinnere mich jetzt. Ach nee, ist ja Coconut, ist ja wirklich Coconut Grove. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein Song von den Old Gods of Asgard. So, Manuskriptseite gefunden. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte.
Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Oh no, Alter. Oh nein, Barry. Aber tatsächlich ist das Spiel noch ursprünglich aus der Zeit, wo man noch SMS geschrieben hat. Schön. Oh, warte mal, hier hinter dem Tresen? Jawohl, Thermoskanne, schön mit Suppe. So, Coconut Groove ist ein komischer Song. Ist nicht meine Emotion. So, okay, weiter geht's. Auf zum Rathaus. Nö, jedoch durch. Jedoch durch. Dankeschön, Follow. Okay. Oh, for sale. Na, das sieht doch gut aus. Hier sehe ich doch mein neues Büro. Und ich fand New Yorker unhöflich. Hm, das kam überraschend. So, da vorne ist noch so ein Erste Hilfe. Nee, ist tatsächlich ein Rettungsring. Oh! Sie haben das Recht. Ich wollte gerade sagen, kommen die jetzt aus den Dixies? Interessant, tatsächlich, umso näher wir dran sind, umso schneller. Achso, er ist ja schon entfinstert. Umso schneller kriegen wir tatsächlich Finsternis aus denen raus. Jetzt will man sich natürlich auch nicht in so einen Pulk von Deppen stellen. Ah, okay, gut. Hätte man natürlich auch schön nutzen können, wenn man gewusst hätte, dass hier so ein Schalter mit Lampe ist. Aber egal. So, volle Leben haben wir jetzt wieder und weiter geht's. So, ist er tatsächlich so eskaliert hier bei dem jährlichen Hirschfest wieder hier, oder was? Willst du noch einen Hotdog, oder was? Oh, Boden. Hotty Hotdogs. Wake, hier drüben, hier ist Licht. So, okay. Gegenstandslimit ist erreicht. Geben Sie mir Deckung. Ach, nicht doch. It's a trap. Au, Achtung! Zwei auf einen Streich. Wie schön. So, wen schroten wir hier? Boah, ich seh noch aber nicht aus der Distanz hier, hör mal. Scheiße. Kettensäge ist blöd. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Wie viel frisst er denn an Licht? So. Mag da gerade ja nach vorne sehe ich was. Wann Mike flitzt man da schnell hin? Oh, Thermoskanne, wunderbar. Ah, neben Dixie-Toilette. Desinfektionsmittel. So. So, tatsächlich hätte ich wirklich gerne das Hirschfest gesehen. Ja, da wurde mir hier von Anfang an des Spiels angeteasert. Als das Happening hier vor Ort. Die Love Parade von Bryan Falls sozusagen. Und ich saß im Knast. Ist doch Käse. So, hier aber schönes Chili-Süppchen. Njam, njam, njam. Nehmen wir mit. Falls wir unterwegs Hunger bekommen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch drei Leuchtfackeln. So, ja, schön. Gibt es jetzt so als Bundle. So, okay, wir müssen dahin. Nochmal hier kurz geschaut. Können wir eigentlich hier irgendwie in die Häuser? Oh, da gibt es was drin. Können wir hier in das Haus rein? Nö. Okay, Sarah, alles klar, ich komme.
Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Elektrikalarbeit. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Ach, das ist hier schon ein Rathaus. Ja, okay, gut, jetzt hier Presseverlaufstelle. Okay. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Es würde ihm schwerfallen? Also damit quasi der Finsternis oder wem? Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, Barry, so schnell geht's jetzt hier auch nicht, Kumpel. Ein bisschen Zeit muss schon. Was wohnt? Hubschrauberschlüssel finden. Oh, Jagdgewehr würde ich gerne nehmen. Jagdgewehr hat Power. Die Frage ist nur, wie viel Schuss habe ich jetzt mit dem Jagdgewehr? 20. So, vielleicht sollte ich mal das Jagdgewehr erstmal nehmen. Nimm es doch. Oh, du musst jetzt direkt davor stehen. Ja, so, jetzt haben wir es. 8 Schuss. 8 Schuss. Aber hier haben wir noch ein bisschen Munition. Wunderbar. Schön, schön. Jetzt wahrscheinlich nur das, was wir durch die Fensterscheibe gesehen haben. Hier noch eine Thermosflasche. Sehr gut. Ist aber auch duster hier. Oh, da ist er. Da ist er. Her mit der Handlampe. Und Blendgranaten. Die finde ich ja wirklich. Die machen Spaß. Die finde ich richtig gut. Hubschrauberschlüssel. Okay, Sheriff. Ich habe die Schlüssel. Bin ein bisschen skeptisch tatsächlich. Nee, das war die Lampe, die ich gesehen habe von draußen. Bin tatsächlich sehr, sehr skeptisch, was den Transport mit einem Hubschrauber angeht. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Ach Gott. Oh nein. Lauf, Barry, lauf! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry, Kumpel! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Woher willst du das wissen? Du hast das ja nicht gesehen. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Okay. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Mahnmal? Dann müssen wir mal kurz schauen hier. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wann Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich der Trapper Hubert Biltmore und Amos Gunderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, ein Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Diese beiden Männer ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Ja, na dann, danke Amos und Hubert. So, Sheriff, bereit, wenn Sie es sind. Ach, hier. Links gleich erwischt? Ja, hat er. Schön. Ja, die Blendgranaten sind schon wirklich. Ich mag sie sehr. Mag sie wirklich sehr, sehr, sehr. Schade, dass ich nichts geschickt habe. Wir können durch den Buchladen. Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Schnauzer! Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Und Doc hat immer seine Fischerklamotten an. Es ist Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen.
Aha, und der Sheriff hat auch den Generalschlüssel erstmal zu jedem einzelnen Schloss in Bright Falls. Finde ich gut. So, okay, wo haben wir die Fantasy-Ecke? Architektur. Was haben wir denn hier noch? Schönet. Ah, Fiction, alles klar. Super. Oh, warte mal. Ich geh mal ganz kurz hoch. Vorne liegt doch, glaube ich, noch eine Manuskriptseite. Aber ich würde noch mal kurz umschauen. Hier liegt da bestimmt der gute Stuff. Hier liegt da bestimmt der gute Stuff. Oder einfach gar nichts. Oh, das ist ja eine Frechheit. So gar nichts. Nicht mal eine Batterie. Ich meine, die wäre eh voll, aber nicht mal eine Batterie, Mann. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ja. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Schau mal an, hat Cynthia also die ganze Zeit uns irgendwie durch diese Farbe quasi immer so ein bisschen geholfen, indem sie irgendwelche Kisten für uns deponiert. Das ist ja cool. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Ja, ich gehe aber trotzdem erstmal hier lang. Folge erstmal Cynthias Tipp. Hier, wunderbar, eine Kiste. Und wir haben eine Leuchtpistole, sehr schön. Ja, ausreichend Munition, 5 Schuss, das wird gut. Das wird gut, sag ich. Okay. So. Da bin ich. Auf geht's. Mann, man ist aber auch, man läuft ja immer nur von A nach B irgendwie. Also keine gerade direkte Linie irgendwie. Ich bin hier nur am Slalom laufen. Hier eine Thermosflasche, da eine Manuskriptseite. Hier irgendwie Neon-Graffiti. So, genau wie hier. So, hier haben wir ein Jagdgewehr. Oh, jawohl. Handgranaten, sehr geil. Hier haben wir mit 16 Schuss, haben wir jetzt. Oh, jetzt Kisten hier, schön. Schön. Gucken wir mal kurz hier ins Zelt drin. Niente. Oh, warte mal, da drüben ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Da geht nochmal schnell ran. Also halt hier so ein Emergency. Kasten, was soll ich sagen. So, Revolver-Munition. Okay, Gegenstandslimit erreicht. Okay, Finsternis kommt. Ich würde doch mal kurz hinter das DHL-Auto gucken. Wollen. Ah, nochmal das Kopfseite. Hab ich's doch gewusst. Im Warenhaus von Bright Falls erhob sich Barry wieder und klopfte sich den Staub ab. Neben den Dosen mit den gebackenen Bohnen war ein geschlossener Behälter mit Leuchtpistolen. Und gleich in Reichweite stand eine Tonne mit Brechstangen. Barrys Lächeln wurde breiter, als ihm klar wurde, dass dies die klassische Filmszene war, in der der Held sich bis an die Zähne bewaffnet. Barry ging in der Rolle voll auf. Ja, Barry ist ja auch mein heimlicher Held hier. Also mit der Jacke. Eigentlich müsste ich mir nach diesem Spiel ebenfalls diese Jacke kaufen. So, warte mal, hier haben wir noch kurz was zu lesen, glaube ich. Kirchenveranstaltung, Sonntagsschule, Bibelstunde, Treffen des Strickclubs. Ja, das ist okay, alles klar. Spiel möchte nicht, dass wir in Ruhe Dinge lesen. Denn, ach, scheiße, lass sie kommen. We have the higher ground. Oh, okay. Ah, da kommen schon wieder die Roadies, die nicht bezahlt wurden, deswegen sind sie so aggressiv. Oh. Ah, die schnellen Penner, Alter. Das ist natürlich großes Blut. Okay, den schnellen haben wir. Gehen aber weit. Mann, Alter. Ist aber auch schnell. Kämpft mir voll gegen den Flash. So. Warte jetzt aber auch mit dir. Kleiner Flash.
So, und wer bereit, hierhin zu gehen, in die Kirche? Okay, ist offen. Na los, Wake.